Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's euch, meine lieben Gäste hier auf DOGG, dem Etablissement, wo es sich nur um Rap Talk, Rap News und so weiter dreht? Der Rapper Farid Gangbang hat eigentlich vor vielen Jahren angekündigt, es gibt kein weiteres Album mehr, kein Solo-Album, kein Feature-Album, kein JBG, kein Asphalt-Massaker oder sonst was. Ja, es wird ein Karriereende sein, ja. Also diese Aussage resultierte aus den Tatsachen, dass es einen riesigen Skandal damals gab. Ein JBG-3-Skandal, was wirklich richtig heftig war, Freunde. Der Echo wurde abgesagt. Farid Gangbang und Kollega werden als Antisemiten betitelt und. Also es waren wirklich krasse Stories, was da damals abging. Die ein oder anderen wissen es wahrscheinlich noch. Die ein oder anderen von euch haben es wahrscheinlich schon vergessen und feiern diesen Rapper einfach, weil er einfach ein cooler Rapper ist. Fakt ist, er ist menschenrechtlich ein wenig zu, ja, ich würde mal sagen, zu weit gegangen. Ein wenig zu krass in die Offensive gegangen, also man hätte es ein bisschen milder machen können. Fakt ist auf jeden Fall, Freunde, es gibt ein richtig krasses Solo-Album, was Farid Gangbang plant. Also auf Instagram wurden schon einige seiner Beiträge gelöscht. Es wurde komplett alles gelöscht, meine lieben Freunde. Was für einige? Alle wurden gelöscht. Also der Kanal ist quasi solo, der ist quasi leer, der ist nichts mehr drin. Das ist wie vom Winde verweht. Man sieht oben links Son Goku, wie er eine Genki-Dama macht und die ganze Welt zerstören will. Das soll, glaube ich, hindeuten, dass es ein krasses, heftiges Album sein wird. Man sieht auf jeden Fall ein Bild. Warner Music Group Germany, das ist wohl ein Label oder besser gesagt ein Musik, Vertrieb, würde ich mal so sagen, der Farid Gangbang schon seit einigen Jahren betreut, ja, und Farid Gangbang will unterschreiben, dementsprechend wird es ein krasses, heftiges Projekt werden, Freunde, es wird ein Soloalbum sein, man sieht ganz unten, Hashtag Soloalbum, richtig krass, großes Soloalbum, Freunde, 2020, ja, also macht euch gespannt, es wird heftig. Farid Bang hat sich so krass gesteigert, Freunde, also rhyme-technisch und beat-technisch, was da so von dem kam in den letzten Jahren, ist wirklich heftig, ist wirklich krass, ist wirklich boss-like, ist wirklich, it's hard rock, rock'n'roll, peace and out. Auf jeden Fall wird das ein krasses Album und ich habe das schon mehrmals gesagt. Ich danke euch fürs Einschalten. Meine Meinung dazu ist natürlich zwiespaltig, Freunde. Schreibt mir ruhig eure Meinung, was ihr über diesen Rapper denkt. Findet ihr, er hat es verdient, den Hype zu haben, den er jetzt gerade bekommen hat? Was sagt ihr zu der ganzen Thematik, zu dem neuen Farid Gangbang Projekt? Farid Gangbang Projekt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich küsse eure Augen und ich wünsche euch was. Peace and out.